Ich hasse den Winter, den Schnee, den Schneematsch, die Kälte und die dicken Mäntel. Ich war richtig überrascht, dass an diesem Wochenende doch so viele Veranstaltungen sind, die richtig Spaß machen. Da krieche sogar ich vor dem Kamin hervor. Jetzt ist der doofe Schnee da, also machen wir das Beste draus. Waren Sie schon mal Schneeschuhwandern? Ich kann Ihnen sagen, das macht richtig Spaß. Sie kommen an Orte, die Sie sonst noch nie gesehen haben. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass Sie das ein oder andere wilde Tier zu Gesicht bekommen. Noch schöner wird die Tour, wenn dann auch noch eingekehrt wird. Mein Tipp: Packen Sie sich aber warm ein und ziehen Sie gute Schuhe an. Sonst vergeht Ihnen der Spaß sehr schnell. Außerdem sollten die Unsportlichen, wie ich, auch mit Muskelkater rechnen. Für alle Fauleren habe ich natürlich auch noch einen passenden Wintertipp. Wie lange waren Sie eigentlich schon nicht mehr rodeln? Ja, die Fahrt ist immer zu kurz und der Aufstieg ist auch ganz schön mühsam. Doch waren Sie schon mal beim Schlittenfahren am Gaiskopf? Da können Sie mit der Sesselbahn nach oben fahren und haben dann einen fast endlosen Schlittenhang vor sich. Eingekehrt kann natürlich auch hier werden. So macht Rodeln nicht nur den Kindern Freude. Nach so viel Sport haben wir uns aber auch ein bisschen Erholung verdient. Was gibt es Besseres, als durchgefroren in eine warme Sauna zu gehen? Neben den heißen Aufgüssen gibt es im Elypso auch noch Massagen und andere Verwöhnprogramme für die Sinne. Außerdem können die Kleinen den ganzen Tag rutschen, schwimmen und tauchen. Die ganz Harten, die vom Schnee nicht genug bekommen können, können sich nach dem Saunagang auch noch mal hineinwerfen. Mir persönlich ist das allerdings viel zu kalt. Sport, Erholung, na, was fehlt noch? Genau, feiern. Schmeißen Sie sich nach diesem schönen Tag in die festliche Abendgarderobe und fahren Sie in die Josef-von-Fraunhofer-Halle. Da findet nämlich auch dieses Wochenende wieder ein großer Schwarz-Weiß-Ball statt. Männer, macht doch mal euren Frauen die Freude und bittet sie zum Tanz. Dazwischen gibt es sowieso wieder jede Menge Pausen, in denen ihr euch erholen könnt. Die Tanzschule Seidel sorgt dafür, dass auch die nicht langweilig werden. Der Sonntag ist zum Entspannen da. Darum lassen wir es etwas langsamer angehen und fordern nur unsere Sinne und nicht den Körper. Im Glasmuseum in Frauenau wird zum Beispiel Schmuck aus Glas ausgestellt. Die Unikate wurden von Künstlern aus der Region hergestellt und sind auf jeden Fall sehenswert, nicht nur für Frauen. Nach dem schönen Schmuck fehlen eigentlich nur noch herausragende Textilien. Gut, dass momentan im Stadtmuseum Deggendorf die Künstlerin Jutta Pointer ihre Werke präsentiert. Die österreichische Webkünstlerin ist am Sonntag sogar persönlich vor Ort. Sie erzählt Interessierten gern, was sie sich bei ihren Kunstwerken gedacht hat. Eine Gelegenheit, die sie nicht alle Tage haben. Wer nicht nur nach ausgefallener Kunst, sondern auch nach ausgefallenen Kleidungsstücken sucht, muss nach Fichtach. Hier stellt die Künstlerin Silvia Cabalsa ihre anziehende Kunst aus. Ihre Werke sind Unikate, die auch schon in Paris die Menschen begeistert haben. Die Schweizerin setzt ganz neue Akzente auf dem Modemarkt. Alle, die auch am Wochenende etwas für ihre Bildung tun wollen, haben am Sonntag in Plattling die Gelegenheit. An der EDV-Schule ist Tag der offenen Tür. Hier gibt es Informationen über das Bildungskonzept, die wirklich verblüffen. Beim Tag der offenen Tür können außerdem alle Besucher auch am Unterricht teilnehmen. Eines kann ich Ihnen gleich sagen: Der gewohnte Frontalunterricht wird hier nicht fabriziert. An diesem Wochenende sind zwar viele tolle Veranstaltungen, ich habe trotzdem beschlossen, dass ich den Winter verkürze und noch eine Woche in den Urlaub fahre. Dazu brauche ich jetzt einen Reisepass und lasse mir Bilder machen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.